3 Wochen falten, so lange habe ich das Galaxy Z Fold 3 jetzt im Alltag genutzt. Die Frage ist, lohnt sich ein solches Handy? Sagen wir mal so, ich wurde noch nie so oft auf ein Handy angesprochen wie bei diesem hier, sogar beim Bezahlen an der Tankstelle. Da kann nicht mal das ROG Phone 5 mithalten und das leuchtet hin. Jeder will mal anfassen, falten und dann kommt immer dieses: Oh mein Gott! Das funktioniert ja wirklich! Ich habe erstaunlich oft nur das vordere Display benutzt, weil es für das meiste einfach ausreicht. Naja, und halt Akku spart. Nur beim Tippen war das größere Display dann angenehmer, vielleicht sogar schon ein bisschen zu breit. Beim Lesen oder im Browser bockt sich das größere Display dann richtig. Es ist einfach wie so ein Buch. Nur leider sind die meisten Social Media Apps, hier Insta, TikTok, dies, das nicht angepasst. Hier hat man dann Ränder links und rechts. Nachtaufnahmen mit der Kamera sind richtig geil, weil man das Handy einfach auf sich selbst aufstellen kann. Hier, solche Bilder habe ich mitten in der Nacht mit dem Z Fold 3 gemacht. Es reimt sich. Ob einem das jetzt 1800 Euro wert ist, das ist die Frage.